Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Randall's Monday mit eurem Gabro. Wir haben in der letzten Folge irgendwie nicht sehr viel geschafft, aber wir haben zumindest den Penner irgendwo finden können, der mit uns ein bisschen gesprochen hat. Wir haben die Zeit, also die Zukunft, umgeschrieben. Das Blöde ist einfach nur, irgendwie müssen wir wohl etwas finden, glaube ich. Irgendwie müssen wir was finden, was wir... Aber hier fahre ich ja schon überall. Also wir müssen wohl irgendwie entweder was finden oder eine andere Möglichkeit, eine andere Idee haben, um an diesen blöden... Na, jetzt muss ich mal schauen. Ich war in der letzten Folge hier. Da war ich. Dann war ich noch. Da, ja, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht, ja... Es muss doch eine verdammte Drecksmöglichkeit geben, irgendwie an das blöde an den blöden Katalog dazu kommen. Vor allem, wieso hat Randall eigentlich so ein schlechtes Gewissen wegen dem Katalog? Der könnte den doch einfach, könnte ihm einfach theoretisch egal sein, aber ich glaube, dann geht das Spiel einfach nicht weiter. Ich schaue nach meinem Inventar. Ich habe einen Hammer da oben drauf gelegt. Ich habe doch schon alles drauf gelegt. Aber wisst ihr was ich noch nicht gemacht habe? Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen, Dave. Stop. Dave? Ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, kann ich es für Sie singen. Das gehört mir. Ach so, guck mal, der nimmt das direkt wieder und ich glaube, Herr... Warum ich nicht schon früher auf diese blöde Idee gekommen bin, das Ding einfach zu schrotten? Aber hatte ich das nicht während der Laserstrahlen schon mal versucht gehabt? Aber das kann natürlich sein, dass das während der Laserstrahlen nicht funktioniert hat. Das ist natürlich gut möglich. Na gut, wir können auf jeden Fall jetzt unserem netten Cheffe das... Okay, also ich glaube für heute war's das. Ich hau mich mal aufs Ohr und schau, was der Morgen bringt. Ja, dann werden wir uns wohl Ratzen legen. Mann. Ich hoffe nur, ich wach morgen nicht im Mittelalter auf oder sowas. Dass der überhaupt auf so einem Bett schlafen kann. Tag 3, Montag, Mortimers Verlies. Tada! Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Jo, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. Ach ja, und jetzt kommt wieder unser Vermieter an. Oh Mann, was jetzt? Ich frage mich, welche Geheimnisse draußen lauern. Ich sehe einen hässlichen, zornigen Mann in meiner Zukunft. Hey, Mr. Marco. Wow. Okay, da haben Sie mich kalt erwischt. Ihr neuer Look gefällt mir, Mr. Marconi. Da haben Sie ja alles gegeben. Mit wem zur Hölle redest du da, Hicks?
Wag es ja nicht, dich über meinen Namen lustig zu machen. Wir, die Mekonis, sehen das gar nicht gern. Die Mekonis? Es wird ja immer besser. Die Mek... Der heißt jetzt nicht mehr Marconi, sondern die Mekoni. Nur weil ich die... Oder geht der vielleicht auch auf die Convention? Aber das will ich mal stark bezweifeln. Worum geht's denn dieses Mal? Als ob du das nicht wüsstest. Miete ist fällig, Hicks. Schon wieder? Wenn man bedenkt, dass es um 3 Monate geht. Ja, schon wieder. Und nein, nicht zahlbar in Schokomünzen. Echt nicht? Ihre Statur sagt da was anderes. Können Sie mir hier mal helfen? In letzter Zeit habe ich irgendwie den Drang, allen möglichen Müll hier zu sammeln. Und das Schlimmste ist, tief drin weiß ich, dass es früher oder später mal nützlich sein wird. Söhnchen, das gefällt mir gar nicht. Du solltest dir Hilfe suchen. Nein, im Ernst, ich bin so dicht dran, Sanford & Son zu werden. Du bist so dicht dran, rausgeworfen zu werden, weil du die Wohnung zumüllst. Entschuldigung? Sie haben von meinem Kumpel Matt gehört, schätze ich. Ei, stand in der Zeitung heute Morgen. Tut mir sehr leid um deinen Freund. Er war ein verantwortungsvoller Junge. Ein gutes Vorbild für dich. Ja, naja. Er hat Hausverbot in quasi jeder Bar der Stadt. Und einmal war Interpol hinter ihm her. Ganz davon zu schweigen, dass er mal Kinder gebissen hat. Nicht doll, aber er hat sie gebissen. Hast du irgendeine Ahnung, warum er es gemacht hat? Ihr wart ja immerhin, naja, gute Freunde. Naja, ich habe eine Theorie. Er hat sich in letzter Zeit seltsam benommen. Er war besessen von Zeitreisen. Manchmal dachte er, er wäre in der Zukunft und faselte davon, dass alles nur ein Traum sei. Ich weiß auch nicht. Diese verdammten Kulte. Ein Kult? Nein, nein, gar nicht. Ich glaube, Computerspiele sind schuld. Ich wusste, sowas würde früher oder später passieren. Du bist mir ein schöner Freund. Hast du gar nicht versucht, ihm zu helfen? Kriegst du nix, machst du nix. Das ist mein Motto. Und meins ist, hast du keine Scheine, brech ich dir die Beine. Der ist gut, der Spruch, der gefällt mir. Die Mekonis, hä? Das erklärt den Rock. Immer dasselbe. Das ist kein Rock, das ist ein Kilt. Und das ist eine altehrwürdige Tradition. Ich trage ihn genau wie meine Vorfahren ihn getragen haben und die Vorfahren meiner Vorfahren. So ist es eben, Söhnchen. Ich dachte, all ihre Vorfahren wären Cannellonis. Was? Hölle, nein! Sicher? Ich meine, ich dachte immer... Hicks, du tust es schon wieder. Was genau? Hör auf, das Thema zu wechseln und gib mir mein Geld. Ja, also, wo wir gerade von Geld reden, Sie räumen ja in letzter Zeit ganz schön ab, hä? Ach, hör doch auf. Mir ist egal, was man redet. Wenn ich verliere, dann gibt's keine Panik. Aber wenn ich mal 2 Spiele in Folge gewinne, verlieren plötzlich alle den Verstand. Was für ein Loser. Spiele? Wovon reden Sie da? Ja, jeden Donnerstag. Ach, reden wir nicht von Poker? Naja, ich zumindest nicht. Oh, was soll's. Ich sag's nicht nochmal, Hicks. Her mit dem Geld, oder du wirst es bereuen. Ich kann mir jetzt einen Auftragskiller leisten, das weißt du. Okay, muss wohl Ihr Glückstag sein. Hier ist ein schönes, dickes Bündel Scheine mit Ihrem Namen drauf. Gefällt Ihnen das? Monopoly-Geld? Das hast du schon versucht. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ich bin überrascht, dass Sie beim ersten Mal drauf reingefallen sind. Aber eins ist sicher, ich gebe immer mein Bestes. Das kann man nicht leugnen, oder? Sündchen, ich hab genug von dir. Noch ein Wort und... Okay, ganz ruhig, Mr. Marco. McConey. Sehen Sie, ich hab Ihr Geld. Was für einen armen Teufel hast du denn dafür übers Ohr gehauen? Das Blöde ist, was mir gerade so einfällt, weil vom ersten auf den zweiten Tag hatte ich zwar noch das Geld und habe abgegeben. Und ich glaube, jetzt habe ich ja nur noch das Geld vom Tag 2. Und wenn ich ihm jetzt wieder Geld gebe, dann habe ich nicht mehr ganz so viel Geld. Was haben wir denn? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Das ist schmutziges Geld, aber Sie können auch jederzeit einfach meine Schulden streichen. Schön. Das ist schmutziges Geld, aber Sie können auch jederzeit einfach meine Schulden streichen. Mir doch scheißegal, wo das Geld herkommt. Jetzt ist es meins. Wow, das war irgendwie grob.
Haben Sie ihn am Loch Ness keine Manieren beigebracht? Söhnchen, wenn dir dein Leben und dein Dach überm Kopf was wert sind, red nie wieder schlecht über meine Herkunft. Okay, ich versuche mich zurückzuhalten, aber ich kann's nicht versprechen. Okay, also Sie haben ja jetzt Ihr Geld, also machen Sie, dass Sie verdammt nochmal verschwinden, bevor ein Windstoß uns zeigt, was wirklich unter Ihrem Rock ist. Ich gehe, wann immer es mir passt. Also dann, ich gehe dann mal. Ich habe eine Menge zu tun. Ja, und eine Menge Leute zu nerven. Wie war das? Ich sagte, Sie sind ein ständiges Ärgernis. Und jetzt raus! Du zeigst keinerlei Respekt vor mir, Söhnchen. Pass bloß auf, da drehst du dir noch mal einen Strick draus. Ich komme wieder. Ja, ich weiß, dass Sie das werden. Ich wünschte, Sie würden nicht, aber Sie werden. Es ist nicht gut. Wenn ich den Alten jeden Morgen bezahlen muss, ist mein Geld bald alle. Ich muss diesen Ring so schnell es geht wiederbekommen. Da im Vordergrund war da... Moment mal. Warum sind verdammt nochmal hier Koalas? Kriechtiere finde ich besser. Ich fasse das Tier auf keinen Fall an. Warum sind da zum Henker Koalas? Und warum war hier vorne der... Dieser Sergeant Kramer? Aber schön, dass Randall genau die gleiche Einstellung hat wie ich. Tag auch. Hey, sieh an. An dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich habe deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Erzähl mir mehr über den Ring. Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir. Aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig. Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben. Ohne Verpflichtungen. Neuer Tag. Neuer Typ. Und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich hier zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig. Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat weh getan. Boah, die Gespräche, die sind, also, ja, die sind cool, aber wenn ich auch immer so den Blick auf die Zeit schaue, die nehmen quasi unheimlich, viel der, also, ihr versteht, was ich meine. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Ach komm, erzähl mir auch was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck! Hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Also das ist aber zumindest mal wirklich was Neues. Wir bringen uns selber um. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Der ist gut. Also der Hund, der muss doch noch irgendeinen Sinn haben. Gucken wir mal, am Anfang stand der komische Kauz hier, dann stand er hier und jetzt müsste der noch weiter... Guck mal, überall Koala. Guck mal, da steht der blöde, fremde Idiot.
der die ganze Zeit immer hier nur rumläuft. Und was ist mit der Fremden? Die steht doch da. Ah. Mensch, das Bild, das ist jetzt irgendwie ganz kurzfristig anders gewesen. Deswegen hat mich das ein wenig irritiert. Psychiaterpraxis? Mel? Matt? Ach du Jimmy. Gehen wir erst einmal in die Wohnung wieder von Matt und mal gucken, was er diesmal mit sich gemacht hat. Vielleicht hat er sich am Hals aufgehangen, vielleicht hat er sich auch verstückelt und selber aufgegessen. Wir schauen einfach mal. Ich will doch nur in Matts Haus. Lass mich in Ruhe, Kramer. Stopp mal, Freund. Ja, klar. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Dann schauen wir mal, was dort Sache Warte, ist. Ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Es ist Matt. Oh, was für eine Überraschung. Es ist passiert. Was genau? Matt, er... hat's doch getan. Was? Wovon redest du? Er hat sich eingefroren. Freiwillig? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur ein Weg gäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du! Komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Ja, sie tut einem ja schon irgendwie ein bisschen leid, oder? Seht ihr das auch so? Okay, was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich habe die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich habe nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant. Unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon.
Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Was haben wir denn da? Eigentlich war ich auf dem Weg, aber da geht Anschiss. Und was geht sie das an, was ich in meiner Freizeit mache, sie blöder Pupsgesicht? Und was geht sie an, was ich in meiner Freizeit mache? Technisch gesehen ist das keine Freizeit. Ich bin sicher, Emerson wartet mit einem wichtigen Päckchen auf dich. Kann schon sein. Aber ich streike gerade. Streiken? Ach, nennen Sie es Streik oder nennen Sie es heute keine Lust zum Arbeiten. Oder vielleicht bin ich auch einfach beschäftigt, damit Beweise zu vernichten, die mich mit diesem Fall verbinden und komme deswegen nicht zum Arbeiten. So oder so, Sie verstehen das sicher. Niedlich. Ich kann mir sehr gut dein Gesicht vorstellen, wenn die Zellentür für immer hinter dir zufällt. Glaube ich kaum. Was? Wollen Sie mich etwa verhaften? Den Witz kenne ich nämlich schon. Alles zu seiner Zeit. Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stelle hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Huh? Verstehe. Und jetzt mal im Ernst, sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich habe reichlich Zeit. Erzähl mir alles, Kleiner. Okay, also... 40 Minuten später? Nein, 15 Minuten später. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok anschaffe, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. Nein. Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze, mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Na, vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon. Ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Oh, herrlich. Matt ist eingefroren, will sich kryogenisch, dann, wenn die Welt von Maschinen beherrscht wird, möchte er zu gerne miterleben. Und, oh, ich komm diese... musste gerade derbst niesen. Deswegen war ich ganz kurz weg. Hilfe. Das war ein fester Nieser. Na gut, wir
beschäftigen uns in der nächsten Folge damit, wie wir an diesen zwei komischen Kauzen wahrscheinlich vorbeikommen, weil wir müssen ja auch noch zur Arbeit. Dem Phil, glaube ich, genau so hieß unser Chef, uns dieses Super-Zuckerschnecken-Dingsbums geben. Und ja, wie schon gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen bei euch. Wenn ihr Tipps, Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare, haut sie bei Facebook rein. Ich werde sie mir durchlesen und wenn die Zeit es erlaubt, werde ich auch zum eigentlich immer antworten. Hat bis jetzt immer gut geklappt. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, euer Gabro. Ciao.